Hallo und herzlich willkommen auf Evo 2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NHL 20, die DL-Saison mit den Kölner Haien. Es steht also an, das kleine Derby gegen die Krefeld-Pinguine. Wir haben momentan ein Spiel weniger als Mannheim, allerdings trotzdem noch 7 Punkte Vorsprung. Und ja, dann würde ich auf jeden Fall hoffen, dass wir heute wieder ein gutes Spiel zeigen können. Gestern gegen Düsseldorf ja wieder ein Shutout geholt. Allerdings wurde gestern das Spiel definitiv im Powerplay entschieden. Ja, ist natürlich jetzt hier für mich schön, aber ich finde es zum Zugucken dann auch doof. Kommt aber in der Realität tatsächlich auch mal vor. Also von daher sollten wir uns da nicht so viele Gedanken drüber machen. Wichtig ist auf jeden Fall am Ende der Sieg. Und dass wir auf jeden Fall nicht einbrechen. So, jetzt sehen wir auf jeden Fall hier wieder die Lanxess Arena, wo die Krefelder heute zu Gast sind. Ja, im Tor eigentlich überhaupt keine Veränderung heute. Bei Krefeld Jussi Rinnes mit 2,72 Gegentoren pro Spiel 90. Die Fangquote 2 Shutouts in dieser Saison. Und auf der anderen Seite Gustav Westphal mit 1,36 Gegentoren pro Spiel 90,8 die Fangquote und ich glaube 10 oder 11 Shutouts. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Wir gehen auf jeden Fall mit Matsumoto ins Eröffnungsbully gegen Peter. Und das holt erstmal hier unser Topscorer vom Team. Zerrissen jetzt geht nach vorne, Ekkesen, aber da ist die Scheibe erstmal weg. Ekkesen hat sie noch. So, Mo Müller. Und Rinnes mit dem Save. Dieses Jaila-Werbung, das erinnert mich irgendwie immer an Lipton-Eistee, ich weiß auch nicht. Warum ist eigentlich. Ah, Zerrissen, warum war jetzt eben Moritz Müller auf dem Eis? Hat sich Zerrissen da verletzt gehabt oder so und dass der deswegen drauf kam? So, Costello auf jeden Fall mit Hodgman. Kindl macht die Tür zu und Matsumoto geht und geht da tatsächlich an der 89 vorbei. Ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, es war Hodgman, aber Seite ist zu. Kindl bekommt da von Hodgman die Scheibe weggenommen, aber wieder Matsumoto mit dem Puckgewinn. Kindl, Zerrissen einfach abgezogen und Rinnes. Wir hatten es ja im ersten Aufeinandertreffen komplett zur Verzweiflung gebracht. Ich bin mal gespannt, ob es heute wieder so ist. Chad Costello, meisten Punkte in dem Team, 22. Das ist bei uns ein bisschen mehr. Und jetzt Best beim Bulli. Unser neuer Center verliert allerdings die Scheibe. So, Tiffels kommt nicht hinterher. Nunen, Seppolari und Mo Müller, aber die Scheibe ist wieder weg. Und Wesslau ist in der Ecke, dass da nichts passieren kann. So, und jetzt Dominik Tiffels fängt die Scheibe ab, spielt zu Ben Hanowski. Tiffels. Ja, Scheibe wird da abgeblockt. Und Hanowski. Ja, jetzt geht Mo Müller in die Offensive. Marcel Müller, Tiffels. Oh, Mann. Das war jetzt eher suboptimal. So, scheinbar rüber gespielt. Mist! Kam nicht durch. Wäre die Chance gewesen hier für Best. So, da sind wir. John Matsumoto. 17 Tore, 15 Assists, 32 Punkte insgesamt. Jetzt Fabio Vohl beim Bulli. Verliert allerdings Thorsten Ankert, neuer Kapitän der Krefelder. Fand ich echt erstaunlich. Und Garnier. Spielt zu Vohl. Vohl hat die Scheibe, aber da ist sie wieder weg. Ankert. Spielt zu Szymanski. Szymanski. So, und Wessler mit dem Save wieder. Genoway. Schade. So, und jetzt schicken wir mal Palka, der so langsam auch zu seinen letzten Saisonspielen hier bei uns kommt. Denn Uvira ist ja bald wieder fit. Das ist natürlich auch bitter. Da haben wir die ganze Saison gespielt. Uvira hat so gut angefangen bei uns. Und dann fällt er einfach mal hier bis Februar mit einem Bandscheibenvorfall aus. So, Tyler Aronson mit dem Puckgewinn. Oblinger.
Und da ist die Strafe für Krefeld. Mal wieder das übliche Beinstellen. Oh, wer war's denn hier? Arthur Krummensch. Müssen wir jetzt schauen, dass wir das hier ausnutzen. Matsumoto mit Ackerson und Tiffels. Ja, Tiffels hat jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr getroffen. Nein, warum passe ich denn nicht? Wollen wir deutlich lukrativer. Ackerson, aber abgefangen. Trivelato, jetzt läuft Krefeld und Wesslau mit dem Save. Vohl spielt auf Tiffels. Und wir sind einfach wieder viel zu langsam. Ackerson, Tiffels und Rinnes. Drei Saves hintereinander, die nicht unwichtig waren. 52 Sekunden bleiben uns noch. So, Best verliert das Bulli. Ankert spielt die Scheibe raus. Janeway im Rückwärtsgang. Hanowski geht. Drüben ist Marcel Müller, der Ex-Krefelder. Und er macht ihn. Marcel Müller wieder mit einem Tor. Und wieder ist es im Powerplay. Wenn der wirklich konstant getroffen hätte hier die Saison, so wie er am Anfang losgegangen ist. Wir hatten Anfang der Saison mit ihm 9 Tore gehabt. Jetzt sind wir gerade mal beim 14. Tor. Der hätte, keine Ahnung, gefühlt jetzt schon 30 Tore gemacht. So, ja. Krummensch, die Strafe war teuer. Gucken wir nochmal hier in die Wiederholung, auch wenn es das obligatorische Tor war, was wir eigentlich immer beim Powerplay machen. So, Best holt die Scheibe. Tiffels mit Müller. Dominik Tiffels. Da ist Jason Best, Müller und Rinnes mit dem Save. Hätten wir doch mal gespielt. Wäre es wohl etwas besser gewesen. Und 6. Dominik Tiffels, guter Schuss, aber Rinnes war in der richtigen Ecke. Palka, ja, da ist er weg. Das war ein bisschen zu viel Krefelder. Dann das Vorchecking und Oblinger. Oh, verdammt. Kriegen wir sogar noch hier hin. Kriegen die Scheibe zu Palka und jetzt die Chance da. Schade. Hospelt, Braun, Wesslau und wieder Hospelt. So, Tiffels. Und da ist das Drittel aus. Ja, dann gehen wir mit 1:0 in die erste Pause rein. Und nochmal hier der Schuss von Moritz Müller. Und hier das 1:0 von Maller. Drin war das Ding. Jetzt haben wir 5:8 die Schussstatistik. Passquote ist bei uns eigentlich ganz gut. Mit 84%. Und wir gehen wieder mit Matsumoto gegen Peter. Ins Bulli rein. So, und jetzt... Oh nein, Ackerson. Ich dachte, er hätte den. Ferguson fängt ab und da ist jetzt die Chance und ja, Tor verschoben. Was ist denn jetzt los? Auf einmal ist hier ständig Tor verschoben. Das hatten wir, glaube ich, gestern auch schon mal oder vorgestern. Wesslau, the puck stops hier. Sehr schön. Cooler, wirklich cooles Plakat. Weiß schon, was wir mit dem Thumbnail rein können. So, und jetzt Ferguson erobert die Scheibe. Matsumoto wird aber da auch gestoppt. Und der geht erstmal vorbei. Wesslau hat die Hand drauf und ja. Hält ihn dann lieber fest, weil da war niemand, den wir anspielen konnten.
So, Lagercé gegen Best. Best holt die Scheibe. Wir bauen auf mit den zwei Müllers. Hilfe. Oh nein, wo geht der hin? Ich wollte eigentlich zu Müller spielen, zu Mo Müller spielen. Kann man die blaue lang. So, Welch. Und wieder ist es Weslau. Der hat schon Playoff-Form hier. Müller. Weg ist die Scheibe. Tiffels gegen Saponari. So, langer Schläger von Nowski, der war wichtig. Oh. Kriegen wir raus. Fabio Vohl. Ja, da ist auch schon wieder weg. Und jetzt nochmal Vohl. Müssen wir mal ein Tor hier machen. Schade, ankert. Fängt da ab. Oh, jetzt haben wir einen Stellungsfehler gehabt. Westlauber wieder. So, Vohl. Drüben ist Genoway. Über die Seite. Mit Dumont. Ja, von hinten gecheckt. Weg ist das Ding wieder. Horstbild über Schmitz. So, Dumont hat da gut aufgepasst. Wer hat denn den? Garnier. Dumont. In der Mitte Sechse. So, Dumont kickt die Scheibe. Ah, Braun. Dumont und wieder. Das ist... Oh, jetzt Palka, verdammt. Was wir gerade irgendwie für Chancen bekommen, wo ich mal zu langsam reagiere. Zerrissen mit dem Check. Und Palka auf Zerrissen. Scheibe einfach mal reingespielt. Trivelato. Oh, Palka, skaten wir dran vorbei. Horstbild gegen Zerrissen. Da ist Braun. Und Strafzeit angezeigt gegen Krefeld. Vielleicht können wir die Scheibe ein bisschen drin halten. Eckeson. Tiffels und ja. Da kam der Schuss, aber leider nicht so effektiv. So, wer muss denn raus? Wahrscheinlich wieder hier für Haken oder Bein stellen. Jo, das war ja mal richtig sinnlos von Laurin Braun. So, also nächste Powerplay-Chance. Anders treffe ich ja nicht mehr. Matsumoto verliert Bulli, ankert. So, Vohl fängt hinter dem Tor ab. Und es geht nach vorne mit Tiffels. Matsumoto, Tiffels. Und wieder ist die Scheibe weg. Suboptimales Powerplay derzeit. So, jetzt mal mit Kindl. Boah. Oh, jetzt die Chance für Hodgman. Jetzt die Chance und Weslau ist wieder dran. Jetzt mal Pfohl. Gibt's ja gar nicht. Marcel Müller mittlerweile auf dem Eis. 42 Sekunden. Und ein Mann mehr. Ist jetzt noch nicht viel davon gemerkt. Und Kundari. Ja. Das war zu hektisch. Tiffels. Je. Maller. Nein! Jason Best mit der Chance. Ja, Powerplay ist überstanden wieder für Krefeld, beziehungsweise Unterzahl. Und jetzt Genoway. Drüben. Oh Mann, ich habe mich durchbekommen. Wieder, Trivelato fängt da ab. Aber ich glaube tatsächlich, der hätte Nowski nie was draus machen können, weil er viel zu nah vom Torwart stand.
Ja, und jetzt ist sowieso Drittelpause. Wir geben 0 zu 1 ins Schlussdrittel. Also 1 zu 0 ins Schlussdrittel. Und ja, Westlau mit ein paar guten Saves hier in dem Spiel. Muss man tatsächlich sagen, dank ihm steht es noch 1 zu 0. Sehen wir zum Beispiel hier. Haben wir das Tor verschoben und da war. Nee, das war. Das wird als größte Chance gezählt, okay. Ja, 9 zu 10. Die Schussstatistik, also sehr, sehr arm hier. Und dann schauen wir mal hier. Letztes Drittel, wir gehen wieder mit Pieter und Matsumoto rein. Ja, und Pieter mit dem Bulli-Gewinn. So, Kindl fängt hinter der Scheibe ab. Spielt auf Ackerson. Was will er machen, wenn keiner vorne ist? Und Tiffels! Vorlage von Pascal Zerresen. Einmal ums Tor rum. Und Freddy Tiffels macht auch mal wieder ein Tor. Sehr schön. 17. Saisontor. Also der hat einen kleinen Wettbewerb mit John Matsumoto. Tja, und das ist echt erstaunlich, dass der da durchkam. Das ist zumindest kein Powerplay-Tor. Das ist auch mal schön. In der regulären Spielzeit mal getroffen. Regulär ist klar, bei 5 gegen 5, das meinte ich. Und Zerresen wird da weggecheckt von Pieter. Sieht man im Hintergrund. Ja, sehr schön. Wir waren die Assistenten noch. Ackerson. Matsumoto wieder mit einem Bulli-Verlust. Zerresen räumt da auf Pieter. Oh, da war wieder Westlau dran. Zerresen mit Tiffels. Oh, der war schlecht. Matsumoto, oh, schade. So, und jetzt ist Mo Müller alleine hinten. Müssen wir uns hier mal in die Schussbahn reinschmeißen. So, Ackerson. Oh, immer noch nicht raus. Jetzt aber. Freddy Tiffels. Best, aber weg ist er schon wieder. Saponari, Lagasse. Oh, und jetzt die Chance für Welch, aber wieder ist es Westlau. Und wir haben nochmal jetzt Jason Ackerson. Wanowski. Oh. Und Tiffels. Schade, Genoway. Chance zum 3-0, aber leider nicht gemacht. Jetzt Vohl wird da weggecheckt und Bess. Bessel, keine Ahnung, wie ausgesprungen wird. So, einfach die Scheibe aus Tor bringen, ja, so viel zum Thema. Aber zumindest bessere Position. Oh Gott. So viel zum Thema bessere Position. Hospelt, aber da passen wir schon auf. Dumont. Schade. Boah, ich wollte ihn rausspielen, das ging jetzt nicht. Noch 6 Minuten. Und immer noch Westlau. Wieder Westlau. 3 Krefelder jetzt vom Tor. Und Dumont, jetzt die Chance zum Breakaway. Palka, schade. Ich wollte es ihm schenken. War leider zu weit weg. Pieter, wieder geht er vorbei. Noch 3,55 und jetzt gehen wir mit Oblinger. Boah. Ich bin erstaunt gerade, dass dieser Move funktioniert hat. So, noch 2 Minuten.
Es laufen die letzten beiden Minuten im Schlussdrittel. Präsentiert von Axel Decker. So, Tyler Aronson. Hält die Scheibe. Kindl. Kanowski. Oh, ist er weg. Anker tritt die Scheibe rein. Pieter. Hodgman und wieder ist es Weslau. Oh, weg. Ankert. Und jetzt gibt's keine Strafe. Oh, Tiffels. Aber jetzt Tyler Aronson macht das 3-0 klar. Ja, kriegt Tiffels wenigstens einen Assist für dieses glorreiche Vorbeischießen. Ja, 13-0 steht es dann jetzt. Nächster Heilsieg ist klar. Drittes Tor in der Saison für Tyler Aronson. Also der Schlagschuss, der scheinbar wirklich nicht so ineffektiv ist, wenn man einfach nicht zielt tatsächlich. Sehen wir mal Tiffels hier. Ja, und damit ist der Drops gelutscht. 29 Sekunden sind es noch. Ich habe eben erst gedacht, wir haben noch eine Strafe oder sowas verursacht. So, war halt alles dabei. Reguläres Tor. Empty Net. Powerplay. Jetzt geht es wieder darum, den Shutout für Weslau zu halten. Und es sieht gut aus. Es sind nämlich noch 7 Sekunden. Und da gibt es nochmal eine Strafzeit für Krefeld. Oh, 1,7 Sekunden noch, Mann. Geh weg. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich wollte jetzt eigentlich die Uhrzeit irgendwie so halten, dass da keiner mehr rangeht. So, ja, und das war's. Nächster Shutout für Gustav Weslau. Korrigieren wir wieder hier die 7 Gegentore von Mannheim. So, Matsumoto, Dumont, Palka, die ersten Gratulanten. Und ja, dann würde ich sagen, wir gucken wieder auf die Highlights drauf. Und Weslau heute tatsächlich nicht so unbeteiligt an dem Sieg. Ich kann mir schon vorstellen, dass der wieder hier zu den 3 Stars gehört. Das sah übrigens gerade gut aus, wie Zerrissen da weggecheckt wurde und dann darüber geflogen ist. Ja, und hier sehen wir mal das letzte Tor. Ne, das war der Schuss vorbei. Da, das war das Game-Winning-Goal von Marcel Müller. Wenig Highlights heute zu sehen auf jeden Fall. Na gut, ja, was haben wir denn hier? 14 zu 14 die Schussstatistik. Tiffels, Müller, Aronson. Also Weslau gehört doch nicht zu den Spielern des Tages. Aber Tiffels auf jeden Fall ein Tor, ein Assist. Ist damit auf jeden Fall Spieler des Tages geworden. Ja, und wir gucken uns dann wieder hier zum Abschluss von dieser Folge die Tabelle an, wie es da so aussieht. Vielleicht kommen wir irgendwelche Spieler zurück. Nee, also mit Uvira können wir jetzt noch nicht rechnen. Das ist nämlich erst der 10. Januar und der soll ja bis Februar ausfallen. Auf jeden Fall, ja, morgen gibt es ein Topspiel, Leute. Um 18 Uhr gegen den ERC Red Bull München. Tiffels ist auch wieder unser Topscorer mit 33 Punkten aus 35 Spielen, 17 Tore erzielt. Dann gucken wir mal. Zum einen gibt es ja auch gleich wieder noch die ganzen Statistiken. Also erstmal die Kölner Haie mit 35 Spielen, 81 Punkte. Dann dahinter Mannheim, ein Spiel mehr, 72 Punkte. 71 Punkte München, 64 Punkte Ingolstadt, 55 Punkte Bremerhaven, 54 Punkte Nürnberg, 49 Punkte Iserlohn, 47 Punkte Düsseldorf, 46 Punkte Krefeld, 44 Punkte Wolfsburg, dann haben wir 41 Punkte die Eisbären, 40 Punkte die Schwenninger Wildwings, 35 Punkte Augsburg und 33 Punkte Straubing. Meiste Tore erzielt die Kölner Haie mit 115, dahinter München mit 110, wenigsten Tore Iserlohn 64, dann 68. Also morgen absolutes Topspiel, was wir zu sehen bekommen. Die meisten Gegentore hat Augsburg 103, dann Straubing mit 100. Und die Kölner Haie die wenigsten mit 55 und dann Mannheim mit 63. Ingolstadt 72, selbst München haben einfach mal 22 Gegentore mehr als wir. Das ist erstaunlich. Dann gucken wir jetzt mal hier in die Topscorer rein wieder von der Liga. Wie ist da jetzt aus? Wir können gerade mal wieder gucken. Hier die meisten Tore bei uns haben Matsumoto und Tiffels zusammen mit 17. Allerdings Matsumoto ein Spiel weniger und dann die meisten Assists hat Eckeson und Hanowski mit 18 und die meisten Punkte bei uns. Tiffels 33, Matsumoto 32 und dann Eckeson 31. Ja, dann kommen wir mal zu den Liga-Topscorern. Oh, das war jetzt einer zu wenig. Da, ganze Liga.
Ja, Topscorer der Liga, Brandon Buck mit 34, Freddy Tiffels 33, John Matsumoto 32, Sinan Aktak 32, Jason Nicholson 31, der auf jeden Fall eher unser Vorlagengeber ist und selbst Hinausgeber. Dem ist das ja genauso wie mit Eckeson. Auf jeden Fall dann die meisten Assists. Ich glaube, da werden wir kein Wort mitsprechen können. Da hat Buck 27, der hat gerade mal 7 Saisontore erzielt. Das ist echt für ihn eigentlich relativ wenig. Dann Yeo 25, Aktak 25, Oliver 22. Ja, und Eckeson mit 18. Also da werden wir wahrscheinlich in den restlichen 17 Spielen nichts mehr machen können. Ja, die meisten Tore, wie sieht es hier aus? Das spricht auf jeden Fall für die Haie. Tiffels 17, Matsumoto 17, Marcel Müller 14 und Patrick Reimer 14. Dann haben wir Rendulic, der gegen uns 3 Tore, glaube ich, gemacht hat, 13. Und Jason Nicholson 13. Also das sieht schon für die Haie sehr, sehr gut aus. Na gut, in diesem Sinne ist mal wieder eine weitere NHL-Folge beendet. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr was in die Kommentare reinschreiben würdet. Die Links zu meinen Social-Media-Accounts findet ihr ebenfalls unten verlinkt. Gerne mal ein Follow hinterlassen, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich dadurch supportet oder auf meinem Discord-Server vorbeischaut. Guckt euch auch mal die Videobeschreibung an, dort findet ihr alle Informationen zur Pinktober-Kampagne, die ich im Oktober unterstütze und supporte. Außerdem jeden Tag 15 neue Folge WWE 2K19, das Community Universe, das E-Verse geht jetzt dann ab Samstag mit 2K20 los. Und jeden Tag um 18 Uhr neue Folge NHL 20, die DL-Saison mit den Kölner Haien. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn euch das Ganze hier gefällt. Ihr meinem Kanal ein Abo hinterlassen, wir diesen Weg in Zukunft gemeinsam bestreiten würden. Dann bin ich jetzt an dieser Stelle wieder raus, bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit, wünsche euch allen noch einen schönen Tag, lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao.